diese Frau, die vor einem halben Jahr noch vor mir stand und ja, eine Fremde für mich war, ist nun plötzlich jemand gewesen, der sich um mich gesorgt hat und ja, dem ich wichtig war als Mensch und ja, sogar als Sohn. Dankbar, dass es Organisationen gibt und Menschen wie Sie, die sich in diesen Organisationen, in gemeinnützigen Werken engagieren für diese wichtige Aufgabe. Ausdrücklich Lob und Anerkennung meinerseits für diese wichtige Arbeit, die Sie leisten. Aber ich weiß auch, dass es eine ganze Reihe von Problemen gibt, mit denen Sie sich beschäftigen und wo Sie auf Unterstützung der Politik angewiesen sind. Und ein Thema möchte ich gerne herausgreifen, weil ich glaube, dass wir vielleicht auch vom Deutschen Bundestag ein Stück Unterstützung leisten können, auch wenn es nicht unsere originäre Entscheidung ist, wenn es um die Anerkennung von Auslandsschuljahren im Rahmen der Schullaufbahnen geht. Aber durch die Verkürzung der Schulzeit, Gymnasialschulzeit von 13 auf 12 Jahren ist der Spielraum enger geworden. Ein Thema, das klassisch Länderthema ist, des Bildungsföderalismus, aber ein Thema, das auch bei uns ankommt und mit dem wir uns auch beschäftigen werden. Die Anerkennung von im Ausland erbrachten schulischen Leistungen ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich und auch innerhalb der Bundesländer ändert sich das auch noch regelmäßig. Und wie ich gehört habe, gibt es gerade hier in Berlin manche Problemlage, wo die Landesgesetzgebung, wie in manchen anderen Bundesländern auch, einen Auslandsaufenthalt während der letzten beiden Schuljahre der sogenannten Qualifikationsphase eigentlich ausschließt. Und hier in Berlin kommt dazu die strikte Forderung nach Teilnahme an der Prüfung zum mittleren Schulabschluss, die Ende Mai stattfindet, und damit auch einen ganzjährigen Auslandsaufenthalt im 10. Schuljahr unmöglich macht. Fazit für Berliner Schülerinnen und Schüler, eine Teilnahme ist faktisch nicht möglich, es sei denn, man nimmt von vornherein in Kauf, ein Jahr zuzusetzen. Und damit läuft das, was man eigentlich möchte, Verkürzung der Ausbildungszeiten, dass die jungen Menschen frühzeitiger ins Berufsleben starten können, zeitgleich so wie in anderen Nationen Europas auch, das wird damit wieder konterkariert. Eine Tatsache, der wir uns widmen müssten. Ich sagte ja bereits, wir können dies nicht alleine im Deutschen Bundestag beschließen. Wir können es dort überhaupt nicht beschließen. Aber wir können sicherlich Einfluss nehmen auf die Entscheidungen, die in den Ländern dazu getroffen werden. Sie erinnern sich vielleicht an Diskussionen um den jüngsten Berufsbildungsbericht. Es ist darauf hingewiesen worden, dass es neben den notwendigen Fachkenntnissen bei Jugendlichen häufig auch an sozialen Kompetenzen fehlt. Und ich denke, dass von daher Jugendaustausch einen ganz entscheidenden Beitrag leisten kann in der Bildungsbiografie des einzelnen Jugendlichen. Und ich will Ihre Arbeit auch dadurch besonders anerkennen, indem ich darauf hinweise, dass internationaler Jugendaustausch nicht zu einer Nische werden darf für Gymnasiasten. Das wäre falsch, das ist eine ganze Menge, das reicht aber nicht aus. Es hat dazu einige gute Projekte gegeben, zum Beispiel das Projekt Jive, das sich ganz gezielt an Jugendliche mit Migrationshintergrund richtet. Ich bin mal von Organisationen gefragt worden bei einer Jubiläumsveranstaltung, was sich eigentlich ändern müsste.
konnten wir sagen, ist alles hervorragend, was sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Aber müsste noch mal genauer hingucken, wie setzt sich Jugend heute eigentlich zusammen? Wen erreicht ihr tatsächlich? Sie haben die moralische und auch die praktische Unterstützung des Jugendministeriums und auch ausdrücklich die persönliche Unterstützung von Christina Schröder, die ich Ihnen hier zusichern kann. Ich wünsche uns für heute Abend gute Gespräche und ich wünsche allen, die tätig sind auf diesem Gebiet, dass sie vielleicht von so einem Abend an so einem schönen Ort neue Motivation mitnehmen, in der Sache aktiv zu werden. Ich glaube, das sind wir den Jugendlichen schuldig und das sind wir auch dem Zusammenleben zwischen den Völkern schuldig. Ganz herzlichen Dank für Ihre Bemühungen. Der Langzeitaustausch bedeutet das Eintauchen in die fremde Kultur. Dabei gibt es die Sprache als Zugabe. Nach ungefähr 3 bis 6 Monaten spricht ein jeder unserer Austauschschüler die Sprache des Gastlandes perfekt. Und dann beginnt dieses Eintauchen in die Kultur, dieses Identifizieren mit dem Austauschland, so ein Stückchen Familie, Heimat werden in dem anderen Land. Und das ist eins dieser großen Ziele, die wir auch wollen. Das ist das, was uns von allen anderen unterscheidet. Und es sind auch nicht nur unsere Schüler, die nach draußen gehen. Unsere Programme zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass wir auch Schüler ausnehmen. Von den 2200 Schülern, die für ein Jahr nach Deutschland kommen, sind über 2/3 durch unsere Organisationen hier hereingekommen und werden von uns hier betreut. Und diese Schüler sind Botschafter ihres Landes bei uns. Und wenn sie ein Jahr hier gewesen sind, sind sie wirkliche Freunde von Deutschland geworden. Und wenn sie nach Hause kommen, deutsch sprechend natürlich, sind sie unglaubliche Multiplikatoren für das, was sie bei uns erlebt haben. Deshalb ganz wichtig, die Schüler, die zu uns kommen aus allen Teilen der Welt. Trotz aller Bekenntnisse für den Jahresaustausch bei uns gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die wir zunehmenderweise haben. Insbesondere bei der Visumserlangung sind die Probleme viel, viel größer geworden. Ich nenne nur einige Beispiele hierzu. Eigentlich relativ neu, seit 1-2 Jahren, fangen die Botschaften an, selbstständig nach Deutschkenntnissen zu fragen und sind auch gerade in den letzten Monaten zunehmend bereit gewesen oder zunehmend in der Lage gewesen, unsere Schüler einfach abzulehnen, weil sie kein Deutsch sprechen können. Hierzu muss ich sagen, es ist ein großer Unterschied, ob jemand hier zum Studieren herkommt oder als Austauschschüler. Alle bekommen einen Deutschunterricht und nach relativ kurzer Zeit sind alle sehr wohl in der Lage, Deutsch zu sprechen. Weitere Probleme hierbei, auch nur ein Beispiel, die unterschiedliche Auffassung der Auslandsämter in den ganzen Landkreisen in Deutschland, die alle auf ihre Art, fast möchte ich sagen, auf neue Ideen kommen, ist unseren Austauschschülern schwer zu machen. Ich war, glaube ich, ein halbes Jahr im Ausland. Ich war in Südafrika und habe jetzt eben schon ein halbes Jahr mit meiner Gastfamilie dort verbracht gehabt und wollte, die Umstände sind nicht so wichtig, gerne in ein Township und dort jemanden besuchen. Und nach einiger Diskussion hat auf jeden Fall meine Gastmutter mir dieses verboten. Ich war dann natürlich erstmal ein bisschen traurig und fand es ganz blöd und wahrscheinlich sogar sauer. Nach 5 Minuten habe ich dann aber angefangen, mich unglaublich zu freuen, weil ich nach dem Groll festgestellt hatte, dass meine Gastmutter nicht gesagt hat, ich will dir nicht erlauben, in das Township zu gehen, weil dort ist es gefährlich und in meiner Verantwortung gegenüber der Austauschorganisation kann ich dir das nicht gestatten, sondern sie hat einfach gesagt, du bist mein Sohn, ich sorge mich um dich. Und das ist eigentlich eine Sache, die mich unglaublich bewegt hat plötzlich, weil diese Frau, die vor einem halben Jahr noch vor mir stand und eine Fremde für mich war, ist nun plötzlich jemand gewesen, der sich um mich gesorgt hat und dem ich wichtig war als Mensch und sogar als Sohn. Oder Kartoffeln. Reicht dir, ne? Bratwurst und Blatt. Das sind wir alle, ja?
Eigenständige Bibliothek. Das ist ja so weit weg. Muss ich mir gleich mal ganz. Das bedeutet, das einfach mal zu vermitteln, dass wir dort miteinander gehen. Ja. Und das ist Lars. Ja. Schön. Danke sehr. Zu Kini habe ich gesagt. Sowohl als auch.